Vistrita Pada Parishva Bhunamaskara ist die seitliche Verbeugung in der Grätsche. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung, vielleicht sogar der Langsitz, und von hier gibt die Beine auseinander, so weit wie es angenehm ist. Also nicht in die maximale Stellung, sondern vielleicht die Beine jeweils 10 cm weiter innen, als du maximal könntest. Dann drehe dich nach links, so weit wie du kannst, und dann gib die Handflächen auf den Boden und den Kopf auf den Boden. Vistrita Pada heißt gespreizte Beine, gegrätschte Beine. Parishva heißt die Seite, du gehst zur Seite. Und Bhunamaskarasana, Bhu heißt Erde, Namaskar heißt Ehrerbietung. Du gibst die Hände auf den Boden voller Ehrerbietung. Das ist eine der vielen Stellungen, die du findest in dem Buch von Sri Yogeshwaranand Paramahamsa, First Steps to Higher Yoga. Er war der Leiter von Yoga Niketan Ashram in Rishikesh, einem Nachbar-Ashram vom Shivananda-Ashram. Und er sagt auch, dass diese Stellung Brust, Rippen und Hüften stark und symmetrisch macht und alle Probleme der Gedärme beseitigt.